Immer wieder hört man, dass Teslas Aktienpreis viel zu hoch ist, weil es ja nur ein Autohersteller ist. Warum ich anderer Meinung bin, zeige ich dir in meiner kleinen Serie über die unzähligen Startups, die Tesla in sich vereint. Mal sehen, ob ich dich vom Gegenteil überzeugen kann. Nach dem Intro geht's auch schon los. Gönn dir doch ein Abo, wenn du mal was Verrücktes machen willst. Ein Like, besonders am Anfang, wäre klasse. Ich bin Rappi von Cyber Gigafactory. Los geht's! Outsourcing oder vertikale Integration? Zu Beginn der industriellen Autoproduktion hat fast jeder Hersteller so ziemlich jedes Einzelteil seiner Autos selbst entwickelt und produziert, denn es gab niemanden, der das übernommen hätte. Mit der Zeit hat sich ein unglaublich umfangreicher Zulieferermarkt entwickelt, bei dem bis heute alles ausgelagert werden kann. Ich konnte es fast nicht glauben, als ich davon erfahren habe, aber es gibt Autohersteller, wie zum Beispiel Fisker, die ihr komplettes Auto von Magna produzieren lassen. Wie viel davon von Fisker selber entwickelt wurde, kann ich nicht sagen. Aber Magna ist ein Auftragsfertiger wie Foxconn für Apple. Zwischen diesen Extremen gibt es natürlich viele Nuancen. Die meisten Autohersteller entwickeln noch ihre Motoren selbst und teilweise produzieren sie sogar noch. Aber bei der eigenen Produktionsstraße werden dann nur noch Zuliefererteile zusammengebaut, die zum großen Teil nicht einmal selbst entwickelt wurden. Das hat sicher ein paar Vorteile, aber ein perfektes Zusammenspiel dieser Komponenten ist dadurch ausgeschlossen. Glück im Unglück. Tesla hatte hier Glück im Unglück. Ihr Roadster war auch größtenteils aus Zuliefererteilen zusammengebaut. Das Chassis war mehr oder weniger ein Lotus Elise und das hat man ihm auch angesehen. Das Problem bei Model S war aber, dass nur sehr wenige Zulieferer das Risiko eingehen wollten, mit einem neuartigen Startup Geschäfte zu machen. Die sich überzeugen ließen, werden jetzt sehr zufrieden mit ihrer Wahl sein, aber damals war das mehr als unsicher. Dieser Umstand hat dafür gesorgt, dass Tesla viele seiner Einzelteile selbst entwickeln und produzieren musste. Sie wurden mehr oder weniger in die vertikale Integration gezwungen. Im Nachhinein konnte es nicht besser laufen, denn über das letzte Jahrzehnt hat Tesla versucht, immer mehr Produkte zu integrieren. Wenn sie nicht selbst produzieren, haben sie mindestens eine sehr enge Zusammenarbeit mit ihren Zulieferern. Sie investieren in sie und schulen deren Mitarbeiter, um das bestmögliche Ergebnis zu liefern. Auch andere Hersteller haben teilweise gute Kontakte zu Bosch und anderen Zulieferern. Aber die Besonderheit ist, dass Tesla bis zur 6. Stufe der Zulieferer diesen Kontakt pflegt. Kurz erklärt, Tesla produziert sein Batteriepack, das Zellen von Panasonic beinhaltet. Panasonic ist hier der Tier 1 Supplier. Der Hersteller für die Materialien, die Panasonic dafür braucht, ist der Tier 2 Supplier und so weiter. Selbst Jeff Lutz, ein Zuliefererketten-Spezialist, war überwältigt zu hören, dass sie sogar auf der 6. Stufe noch ihre Finger im Spiel haben. Denn von diesen Zulieferern gibt es mehr als 10.000. Vorteile von Outsourcing. Wie bereits gesagt, es hat einige Vorteile, Einzelteile über Zulieferer zu beziehen. Man muss sie nicht mehr selber entwickeln oder produzieren. Das spart in den meisten Fällen Platz, Zeit und Geld. Ein Zulieferer kann mit mehreren Abnehmern des gleichen Teils eine höhere Skalierung und somit bessere Endpreise bieten. Zudem lohnen sich Investitionen zur Qualitätsverbesserung schneller, da diese auf viel mehr Einzelteile aufgeteilt werden können. Es macht es einfacher, regulierte Standards einzuhalten, da nur ein Zulieferer diese umsetzen muss. Auch hier verteilen sich die Kosten auf mehrere Einzelteile. Ich kann schon verstehen, warum ein Autohersteller nicht mehr seine eigenen Auspuffanlagen oder Blinkerhebel produzieren wollte. Die Autohersteller fokussieren sich auf ihre Kernkompetenzen, wie Design, Motoren und ähnliches. Abgesehen davon kaufen sie aus einem Katalog alles weitere dazu und bauen damit ihre Autos zusammen. Daran ist an sich nichts Verwerfliches und fast alle traditionellen Hersteller, die eine Massenproduktion betreiben, arbeiten wie beschrieben. Vorteile von vertikaler Integration. Tesla musste von Beginn an einen großen Teil selbst entwickeln und produzieren. Dadurch haben sie die Vorteile der vertikalen Integration am eigenen Leib erleben können. Jeder Zulieferer möchte natürlich auch etwas mit seinen Produkten verdienen und schlägt daher einen Profit auf, den der Kunde natürlich bezahlen muss. Bei mehreren Stufen von Zulieferern gibt es natürlich viele einzelne Parteien, die am Endprodukt mitverdienen wollen. Ein vertikal integrierter Prozess in der eigenen Fabrik ist sicher bei der Entwicklung und der Einrichtung zu Beginn teurer. Aber wenn ich die Klimaeinheit Octovalve als Beispiel nutze, sieht man klare Vorteile. Es macht natürlich Sinn, diese Einheit in möglichst viele Autos zu installieren, um eine hohe Skalierung zu erreichen. Daher gibt es keine Unterscheidung zwischen Model 3, Y, S und X.
und sicher auch dem Cybertruck. Das Bauteil wurde für den größtmöglichen Einsatzzweck entwickelt und wird dann einfach nach unten weitergegeben. Sie kann den Akku eines Model S ausreichend kühlen oder heizen und gleichzeitig auch den Innenraum. Bei allen Tesla-Modellen ist dieses Bauteil verbaut und es funktioniert prächtig. Dadurch spart man sich die Entwicklung und Produktion für ein leistungsstärkeres Bauteil für eine relativ kleine Produktionskapazität von maximal 100.000 Model S und X. Aber dabei bleibt es nicht. Auch der FSD-Computer, die Motoren, die Leistungselektronik, der Bildschirm und vieles andere sind in allen Autos mehr oder weniger gleich. Ich könnte noch hunderte aufzählen, aber das reicht erst einmal zur Veranschaulichung. Wenn man einen Cybertruck auseinanderbaut, bin ich sicher, dass sich auch dort Teile finden, die einen Model 3 Schriftzug aufgedruckt haben. Sicherlich gibt es besonders bei diesem Auto sehr viele Änderungen und daher nicht ganz so viele Überschneidungen. Aber hierbei handelt es sich auch um eine umfassende Plattform-Neukonzeption, die in Zukunft sicher in neuen Modellen oder Facelifts Einzug halten wird. Die 48-Volt-Architektur mit dem zugehörigen Gigabit Ethernet Ring ist sicher eine davon. Die einheitlichen Controller, die über das Auto verteilt sind, oder das Steer-by-Wire-System. All diese Dinge werden den zukünftigen Unbox-Prozess erst ermöglichen. Und auch wenn die älteren Modelle darauf vielleicht noch ein paar Jahre warten müssen, werden auch sie irgendwann darauf umgestellt. Bei einer Outsourcing-Strategie wäre das nicht so einfach, denn die Einzelteile sind so sehr aufeinander abgestimmt, dass sogar Produktionsspezialisten wie Sandy Monroe überrascht waren und das schon beim Model 3 aus 2018. Das Beispiel, das mir hier direkt einfällt, ist der Vergleich des Kühl- und Heizkreislaufs des Model Y im Vergleich zum Ford Mustang Mach-E. Ich habe die Daten für euch noch einmal rausgesucht. Hier siehst du die Unterschiede. Die Schlauchlänge und die Anzahl der Teile sind dreimal so hoch. Nur das Gewicht der Kühlflüssigkeit macht einen Mach-E schon um 13,2 Kilogramm schwerer. Und viele dieser Kleinigkeiten summieren sich zu einem Haufen, der den Unterschied macht. Den Spruch "Kleinvieh macht auch Mist" kennst du sicher auch. Wir werden beim Teardown des Cybertrucks sicher noch einige neue Methoden und Einzelteile kennenlernen. Für einen Engineering-Nerd wie mich sind die letzten Monate wie dauerhaft Weihnachten. Wir bekommen unzählige Videos von allen möglichen Spezialisten und Fans, die jede Kleinigkeit genau beleuchten und einschätzen. Nicht nur über das geilste Auto, den Cybertruck, sondern parallel auch über die neue Version des Tesla-Bots, den ich im zweiten Video dieser Serie besprochen habe. Was ist nun besser? Ich denke, es ist nicht ganz einfach mit entweder oder zu beantworten. Auch Tesla hat viele Zulieferer, laut ihrer Aussage über 10.000. Sie pflegen aber mit ihnen einen sehr nahen Kontakt und unterstützen sie, wo sie können. Am Ende können sie nur gewinnen, wenn beide an einem Strang ziehen. Für Tesla hat es sich ergeben, dass sie mit hoher vertikaler Integration viel mehr Einfluss auf das Gesamtprodukt haben als sonst. Dadurch sind Änderungen viel einfacher und effektiver umsetzbar und sie sind dabei nicht auf den Goodwill ihrer Zulieferer angewiesen. Auch wenn es teilweise hart sein kann, aber wenn ein Zulieferer nicht die nötige Qualität oder Geschwindigkeit leisten kann, ist Tesla bekannt dafür, umgehend eine Alternative zu finden. Und wenn es diese am Markt nicht gibt, machen sie es einfach selbst. Das spornt natürlich alle Zulieferer dazu an, das Unmögliche möglich zu machen, um diesen wichtigen Kunden nicht zu verlieren. Von außen betrachtet vielleicht etwas zu harsch, aber wenn wir ehrlich sind, jeder spezialisierte Hersteller sollte in der Lage sein, vorgegebene Änderungen umzusetzen, wenn es Tesla auch intern hinbekommen würde. Wenn nicht, kann er sich gerne auf seinem A-Punkt ausruhen und Tesla sucht sich jemand anderen. Die Konkurrenz Teslas lernt aktuell auf die harte Weise, dass die Outsourcing-Wut der letzten Jahrzehnte sie stark geschwächt hat. Wenn deine Kernkompetenz durch eine andere Technologie, hier elektrische Antriebe, ersetzt und somit obsolet gemacht wird, musst du dich auf das zurückziehen, was du kannst. Wenn das allerdings außer schönen Nähten und perfekten Spaltmaßen nichts weiter ist, hast du ein großes Problem. Seit 2009 lachen sie über Tesla und sie gehen davon aus, dass ein Elektroauto viel einfacher ist als ein Verbrenner. Teilweise haben sie dabei recht. Es ist zwar einfacher, aber die Kleinigkeiten, die einen wirklich guten Verbrennermotor ausmachen, gibt es zukünftig einfach in anderen Gebieten, wie Batterien, Elektromotoren, Software und so weiter. Wenn man all diese Teile zukaufen muss, um sein Auto zusammenzusetzen, liegt diese Kernkompetenz nicht mehr im eigenen Haus. Ob man das möchte, muss man selbst entscheiden. Fisker zeigt, dass auch eine vollständige Auftragsfertigung möglich ist. Aber ob sie damit profitabel werden, muss ich noch herausstellen. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass vertikale Integration ausschlaggebend für den Erfolg Teslas ist. Sie müssen nicht alles selbst produzieren,
aber sie müssen alles selbst entwickeln und aufeinander abstimmen. Bei Tesla kommt dann noch eine sehr wichtige Kleinigkeit hinzu. Wusstest du eigentlich schon, dass ein Tesla gleichzeitig das amerikanischste, das chinesischste und das europäischste Auto der Welt ist? Das liegt daran, dass sie in jeder Gigafactory nach kurzer Einführungszeit versuchen, passende Zulieferer aus der nächstmöglichen Region zu finden. Das ist ein absolutes Novum. Wenn du wüsstest, wie oft Einzelteile oder Materialien den Erdball umrunden, bis sie in einem Neuwagen eingebaut werden, würdest du es nicht glauben. Tesla wäscht sich nicht grün, so wie viele seiner Konkurrenten. Sie wollen wirklich etwas für unsere Umwelt tun. Und deshalb versuchen sie jeden Meter einzusparen, den sie können. Going deeper. An sich bin ich mit dem Thema für dieses Video fertig. Aber wenn du immer noch nicht genug hast, kommt noch ein kleiner Tipp. Wenn du einen sehr tiefen und unglaublich interessanten Einblick in einige der Themen haben möchtest, kann ich dir natürlich alle meine Videos empfehlen. Die Playlist dazu findest du in der Infocard. Nein, im Ernst. Wenn du es direkt von der Quelle hören möchtest, dann ist der Investor Day 2023, der auf Teslas offiziellem YouTube-Kanal zu finden ist, kaum zu übertreffen. Okay, es sind 3,5 Stunden, aber ich kann dir versprechen, es lohnt sich. Ich persönlich habe ihn sicher schon 5-mal angeschaut und immer wieder etwas Neues gelernt. Neben den fachlichen Vorträgen mehrerer führender Mitarbeiter gab es natürlich das Q&A, bei dem es viele interessante Fragen und Antworten gab. Einige davon habe ich zu Shorts verwandelt und übersetzt. Du findest sie auf meinem Kanal unter der Rubrik Shorts. Abgesehen davon, dass man lernen kann, wie Tesla arbeitet und wie unglaublich gut vernetzt diese ganzen Sparten sind, bekommt man auch einen sehr guten Einblick auf die Frauen und Männer hinter Elon Musk. Egal bei welchem Thema, hier sind überall Spitzenleute vertreten. Und das merkt man absolut. Manchen von ihnen sieht man sogar die Aufregung an, vor Publikum zu sprechen. Aber jeder Nerd von uns kann sich damit sicher identifizieren. Für mich war dieses Event eine große Erleichterung, da man abgesehen von Elon Musk und vielleicht 2 weiteren Managern selten etwas gesehen oder gehört hat. Und auch wenn ich weiß, dass sie nur die Besten der Besten auswählen können, war es gut, diese Besten auch mal zu Gesicht zu bekommen. Seit diesem Termin ist Tesla in meinem Kopf nicht mehr gleichzusetzen mit Elon Musk. Er ist sicherlich weiterhin ein Ansporn und auch ein wichtiges Zahnrad im Getriebe. Aber ich weiß, dass man sich auf seine Mitarbeiter und Manager absolut verlassen kann. Das gibt mir ein sehr gutes Gefühl für die Zukunft, auf die wir uns zubewegen. Über die Jahre hat sich unsere Tesla-Community unglaublich entwickelt. Sie unterstützt sich und hinterfragt sich regelmäßig, um ein möglichst reales Bild der Lage zu bekommen. Es gibt bei jeder Frage einen passenden Experten, den man über x.com direkt ansprechen kann und der meistens sogar auf Fragen antwortet. Es ist unglaublich, welche Vielfalt an Expertenwissen in dutzenden Themengebieten ich über die Zeit aufbauen konnte. Das wäre ohne die Hilfe und vor allem die kostenfreie Verfügbarkeit dieser Community-Member nicht möglich gewesen. Es würde zu weit führen, sie alle aufzuzählen, aber wer Interesse hat, kann gerne auf meinem X-Profil nachsehen, wem ich folge. Dort findest du ziemlich alle, die ich über die Jahre angesammelt habe. Ich möchte auf jeden Fall schon mal Danke dafür sagen. Ich bedanke mich sehr für deine Aufmerksamkeit und hoffe, dir hat meine kleine Serie weitergeholfen. Hast du Fragen oder Anmerkungen? Schreib mir gerne einen Kommentar. Wie hat sie dir gefallen? Gab es Themen, auf die ich noch genauer eingehen sollte? Deine Meinung interessiert mich sehr. Wenn du mal was Verrücktes machen möchtest, werde Abonnent meines Kanals. Über ein Like freue ich mich gleich doppelt. Für weitere Insights folg mir gerne auf x.com. Hier poste ich manchmal lustige, manchmal wissenswerte und manchmal sogar politische Dinge. Ich würde mich freuen, dich dort zu sehen. Falls du meine Arbeit unterstützen möchtest, schau doch mal in meinem Shop vorbei. Link in der Beschreibung. Da findet sich für jeden etwas. Oder werde Kanalmitglied, direkt auf YouTube. Den Button dazu findest du unter jedem Video. Meine weiteren Videos findest du in der Playlist, die in der Infocard verlinkt ist. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und hoffe, dich bei einem meiner anderen Videos wiederzusehen.